Mit mehreren Monaten Verspätung ist Watch Dogs jetzt endlich erschienen. Nach langen Debatten, ob die in den Gameplay-Trailern extrem beeindruckende Grafik wohl im Nachhinein künstlich aufgepeppt worden war oder nicht, zeigen wir nun die Grafik der Release-Version in unterschiedlichen Detailstufen und welche Hardware zum flüssigen Spielen nötig ist. In der höchsten Einstellung sieht Watch Dogs zwar nicht so phänomenal wie in den Trailern, aber doch sehr gut aus. Die Bäume und Gräser reagieren physikalisch korrekt auf Umgebungseinflüsse wie etwa Wind. Dazu besitzen alle Objekte fein aufgelöste dynamische Schatten, die einen Großteil zur stimmigen Atmosphäre beitragen. Auch die Passanten werfen einen komplexen, weichen Schatten, der noch in weiter Entfernung von unserer Position berechnet wird. Allerdings ploppen auch mit maximalen Detaileinstellungen teils noch einzelne Passanten im Hintergrund auf. Die Spiegelung der Umgebung in den Glasfassaden der Häuser sind ebenfalls sehenswert. Auch in den mittleren Grafikeinstellungen bewegen sich Bäume und Gräser im Wind. Auf den ersten Blick fallen aber vor allem die im Vergleich zur Ultra-Einstellung niedriger aufgelösten Schatten auf. Diese wirken nicht nur unschärfer und weniger detailliert, sondern erscheinen etwa bei den Passanten erst, wenn wir uns diesen bis auf wenige Schritte nähern. Die Texturqualität und der Detailgrad leiden bei mittleren Grafikeinstellungen aber nur geringfügig. Mit niedrigen Einstellungen fällt die nochmals reduzierte Schattenqualität als erstes auf. Nun weisen die Schatten besonders an den Rändern eine unschöne Körnung auf und werden nur bei sehr nahen Passanten überhaupt berechnet. Auch die Gräser auf der rechten Seite wirken weniger lebendig, weil sie sich nicht mehr im Wind bewegen. Hinzu kommen die Spiegelungen auf den Fahrzeugen, die im Vergleich mit den höheren Einstellungen deutlich weniger detailliert sind. Aber auch in den minimalen Einstellungen ist die Texturauflösung und der Detailgrad der Umgebung noch angenehm hoch. Auch bei Nacht fällt der Unterschied zwischen den Grafikstufen auf den ersten Blick nicht sonderlich dramatisch aus. Im Detail gefallen uns aber sehr detaillierte Spiegelungen auf dem Boden, die auch von dynamischer Beleuchtung, wie zum Beispiel Autoscheinwerfern, Werbetafeln oder Laternen erzeugt werden. Auch wenn sich an bestimmten Stellen größere Wasserpfützen gebildet haben, spiegelt sich die Umgebung sehr authentisch darin wider. Auf den Straßen weht der Wind zudem diverse kleine Objekte durch die Gegend, was den realistischen Gesamteindruck subtil, aber spürbar verstärkt. Mittlere Grafikeinstellungen gehen vor allem zu Lasten der Spiegelungen. Einige vormals dynamische Lichtquellen, wie zum Beispiel die Werbetafel des Kinos, beleuchten die Umgebung nicht mehr. Die Reklame am Zeitungskiosk wird erst sehr viel später als mit Maximaleinstellung zur dynamischen Lichtquelle. Entsprechend geringer sind auch die Spiegelungen in den Pfützen am Boden. Autoscheinwerfer oder der vorüberfahrende Zug sind aber nach wie vor mit dynamischen Lichtern ausgestattet. Die minimalen Einstellungen verfügen zwar noch über einige dynamische Lichtquellen, wie die Autoscheinwerfer, allerdings werden viele davon erst in sehr geringem Abstand zur Spielfigur aktiviert. Sichtbar wird das am Zug, der gar nicht mehr beleuchtet ist, und an den weißen Werbetafeln auf der rechten Seite, die erst sehr spät überhaupt Licht auszustrahlen scheinen. Durch die vielen fehlenden Spiegelungen wird auch der Eindruck regennasser Straßen deutlich weniger überzeugend. Selbst in den minimalen Einstellungen gibt es aber noch die Objekte, die vom Wind durch die Stadt getrieben werden. Grafisch gehört Watch Dogs sicher zu den eindrucksvollsten Spielen, vor allem dank der in den höheren Einstellungen sehr stimmigen Beleuchtung mit dynamischem Schattenwurf und realistischen Spiegelungen. Allerdings hat das Spiel auch enorm Hardwarehunger, vor allem in Sachen Prozessorleistung. Um mit niedrigen Einstellungen flüssig spielen zu können, benötigen Sie mindestens einen älteren Quad-Core-Prozessor der Phenom 2 oder Core 2 Generation um die 3 GHz. Als Grafikkarte reicht eine GeForce GTX 460 oder Radeon HD 5850. Für mittlere bis hohe Einstellungen sollten es dagegen schon eine Core i5 CPU der Sandy Bridge Generation oder ein AMD FX 6300 sein. Als Grafikkarte reicht für mittlere Details eine GTX 560 oder HD 6870. Für höhere Grafikeinstellungen sollten es dann eine GTX 660 oder HD 7870 sein. Um mit maximalen Details flüssig zu spielen, sollten es mindestens ein schneller Core i5, i7 oder AMDs FX 8350 sein. Als Grafikkarte geht alles ab einer GeForce GTX 770 oder Radeon HD 7970 bzw. R9280.